Guten Tag, ihr Ersatzteilträger. Herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Hier nochmal das sehr enttäuschende Ergebnis unseres letzten Kapitels Ersatzteil. Es hat ja leider überhaupt nicht funktioniert und ich weiß auch leider nicht warum. Seht es euch unbedingt an, wenn ihr sehen wollt, wie Marcus versagt. So, weiter geht's. Im Eden Club, the sexiest Androids. Das war auch ein super nerviges Kapitel. Dieser komischen Blauhaarigen da zu folgen, fand ich super, super schwer und anstrengend. War eins der wenigen Detroit-Videos bei meinem ersten Als würde Spieldurchlauf, jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. das ich schneiden musste. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Den Montau. Aber hier gibt es jetzt wenigstens auch eine Situation, die man dann absichtlich anders machen kann, nämlich die letzte Entscheidung hier in diesem Kapitel. Ich wollte mal gerade noch mal gucken, ob man irgendwie die Optionen beziehungsweise die okay. Das Audio, die Lautstärke der Sprache ein bisschen lauter machen kann ich aber anscheinend tatsächlich nur im Hauptmenü tun, was natürlich albern ist. Na gut. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Ich sehe nichts, Hank, gerne Seite. Verdammt nochmal. Hallo. Ja. Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Ich will mich doch nur umsehen. Alles natürlich rein dienstlich und geschäftlich und so. Ich hatte echt nichts damit zu tun. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Darf ich mal deine Hardware checken? Ich glaube, du brauchst ein bisschen Wärmeleitpaste. Lass mich durch. Ich sehe hier einen nackten Männerarsch. Weg da. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alp. Nacht, Lieutenant. Untersuche das Opfer, untersuche den Androiden. Das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. Man wird ja mal so ein bisschen Blut lecken dürfen, oder? Das wird ja wohl erlaubt sein. Weg da. Herzstillstand. Schwere Blutergüsse ersticken. Also hier waren wir doch schon. Da wollen wir hin. Verstorben. Ja gut, das hätte ich dir jetzt auch so sagen können. Opfer wurde erwürgt. Er wollte mal den Jürgen würgen. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber so, das beweist gar nichts.
Vielleicht steht er ja drauf. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Sicher. Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Hallo. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Yep. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Da ist er hinüber. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Sie könnte sich im Mantel übergezogen haben. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. So, jetzt geht's los hier. Das ist super. Kannten Sie das Opfer? Ja, ich will nicht nervig sagen, aber anstrengend. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie? Sie kommen mal auf Spaß, wir gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Hey, Hank. Ich brauche mal deine Hand. Vor 2 bis 3 Monaten war ein... Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Sie diese Tracy bieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 20,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Connor musste gerade seine ganze Hand da drauf legen. Auf der Abrechnung aber keinen guten Eindruck. Ach, jetzt. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Wir gehen aufs Zimmer und haben Spaß. Und dann fragen wir Sie. Sonst wäre es ja Geldverschwendung. Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. So, okay, dann wollen wir mal. Was soll ich mit dir jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab. Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's das. Also, das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Wie gesagt, das hatte ich letztes Mal auch das Problem. Ich habe so viele Tracys angegrabbelt, die dann letztendlich nichts gesehen haben. Das wird mir jetzt wahrscheinlich wieder so gehen. Da ist sie.
Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Ja, doch. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich krabbel sie alle an. Ganz einfach. Ich pack sie alle an. Da ist sie doch. Also rote Raum, das ging alles noch, bis sie dann in diesen blauen Raum ging. Ab da war letztes Mal echt Schicht im Schacht. Hier sind nur Dudes. Na, da hinten war sie doch, oder? Dass ich sie da gerade gesehen habe. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Was ist mit dir hier, Dance Boy? Er sieht nur seine Stange. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Da war sie. Ist in den blauen Raum. Okay, also quasi hier so, sagst du. Und ab hier wurde es dann so ein bisschen komplizierter. Ich glaube, der Hausmeister, der war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Ah, ich sehe nichts. Ich muss mit dem Hausmeister quatschen, aber ich kann ihn im Moment nicht anquatschen. Ah, Mann. So kacke, ey. There she is. So, jetzt aber Hausmeister hier. Genau. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn. Ah, oh, Hank, du bist immer im Weg. Warte. Ich übernehme das jetzt. Wir sind zu spät! Also, durchsuche das Lager. Nom, 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 nom. Schlumpfeis. Mmh, lecker, lecker.
Verdammt, schau sie dir an! Keine Zeit. Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Man benutzt sie, das ist wohl wahr. Darum sind wir hier. So, dann haben wir hier noch was. Ich glaube, da geht's aber auch weiter. Ne? Ich will mich erstmal noch weiter umgucken. Ne, hier geht's schon weiter. Oder? Die sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Das ist krass. So, als wäre das was Schlimmes. So, R9 und so. Wo geht's denn jetzt weiter? Mussten wir nicht raus? Ich mach mich fertig. Den jetzt übersehen. Achso, die Spur nach Blanc und Blut. Ja, sicher, klar. Richtig. Da war ja was. Sie entwischen uns! Nix da. Dieser Mann, er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht.
Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. So, das war die erste wirklich wichtige Entscheidung, die wir jetzt anders getroffen haben als im ersten Spieldurchlauf. Die Abweichler sind dieses Mal entkommen. Es hätte tatsächlich noch eine dritte Möglichkeit gegeben, wahrscheinlich, wenn ich den Kampf verloren hätte. Würde ich mal vermuten. Genau, Kampf gewinnen, 84%, der andere Weg wäre dann hier unten gewesen. Aber gut, ich bin zufrieden mit dem Kapitel, das ging auch relativ zügig voran. Es ist nicht so in die Hose gegangen wie das letzte Marcus-Kapitel, von daher bin ich jetzt ganz zufrieden. Das war der Eden Club, danke euch fürs Zuschauen, im nächsten Teil geht's hier weiter. Adios, Kratos.